Einen wunderschönen guten und vielen Dank wieder fürs Einschalten. Ja, willkommen wieder bei einer kleinen heutigen, was war gerade unpassend, Gassi-Runde. Ganz spontan. Ich habe auch gar nicht die Montur an. Ich hatte gerade einen Termin in der Stadt gehabt und musste den Hund dafür nach Hause bringen, weil den kann ich ja nicht überall mitnehmen. Und der war ein bisschen aufgeregt, wo ich ihn abgeholt habe. Also habe ich mir gedacht, gut, die ist kurz Gassi. Und verbindest es wieder mit einer kleinen Tour. Eine Tour, wo wir schon mal waren. Ich befinde mich jetzt so unmittelbar bei uns vor der Haustür in Brandenburg und bin jetzt gerade auf dem Weg zu einer ehemaligen Schießanlage. Hier wurde im Zweiten Weltkrieg, bis zum Zweiten Weltkrieg, die Flakgeschütze, die wurden hier eingeschossen. Ja, die wurden hier gebaut und wurden dann hier im Wald gebracht, an den Gördensee. Und da wurden die eingeschossen. Und wir waren vor 2 Jahren schon mal, glaube ich, hier gewesen. Das war ein neuer Spaziergang. Und, naja, ich nehme euch jetzt einfach nochmal mit. Ja? Das sind nur noch Ruinen. Lasst euch einfach überraschen. Los geht's. Hier waren wir allerdings vor 2 Jahren nicht gewesen, denn die Anlage ist etwas größer als da, wo wir nur waren. Und hier sind wir damals vorbeigelaufen, weil der Zugang hier ein bisschen schwierig ist. Das müsste aber zur Schießanlage dazugehört haben. Ich habe damals gedacht, dass das ein Panzerunterstand war, so eine typische Stellung für Fahrzeuge. Aber nein, und das zeige ich euch auch mal. Hier ist so diese typische Wand, zumindest was davon übrig geblieben ist, wo man von der anderen Seite reingeschossen hat. Und man sieht auch, dass es auf jeden Fall sehr alt ist. Ja, das war schon eine Ruine gewesen, als die DDR gegründet wurde. Ja, und von diesen Stellungen gibt es hier, glaube ich, eins. Also hier hinter geht es dann noch weiter. Aber die wollte ich mir jetzt nicht so genau ansehen. Ihr habt ja gesehen, warum. Das ist wirklich rein nur noch Ruine, die aussieht, als wenn die früher gesprengt wurde. Ja, hier direkt daneben, genau derselbe Baum. Also man sieht anhand schon von den Bäumen, die Bäume sind schon ein paar Jahrzehnte alt, dass diese Anlage hier schon lange, lange keinen Nutzen mehr hatte. Ja, und hier diese Hügellandschaft, das sieht so aus, als wenn man hier damals wahrscheinlich Gebäude abgetragen hat und Sand oder irgendwelche andere Art von Erde abgeladen hatte. Ja, also hier kann man nur noch erahnen, dass hier früher mal was war. Man sieht es ja, hier sind die halt die ganzen Wälle. Hier Vertiefungen, hier scheinen andere Gebäude gestanden zu haben. Und halt hier auf der anderen Seite, da hat man irgendwann mal irgendwas abgeladen. Dann schauen wir mal nochmal hier. Aber hier sieht es genauso aus wie bei den anderen Bahnen, nur Trümmer. Nichts außer Stahlbeton. Und noch ein paar Pflegungsüberreste. Das könnte, gehe ich mal ganz stark von aus, da steht sogar noch was drauf. Das wird noch von den Russen sein. Ja, hier war das so. Hier haben sich damals die Russen und die NVA mehr oder weniger das Gelände eigentlich geteilt. Daher findet man hier so gemischte Spuren von den beiden Armeen. Oh, hier ist noch was anderes. So, jetzt sind wir hier im letzten Schießstand und schaut euch das mal an. Das ist so ein Röhrenbunker. Ja, sowas gibt es auf zahlreichen alten Übungsgeländen. Einfach so eine Segmente, die zusammengesetzt wurden und dann in die Erde gelassen. Also wird das auf jeden Fall Nachnutzen noch gehabt haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, denn hier ist wieder Reste des Schießstandes. Und ja, das sieht aber so aus, das haben später wahrscheinlich auch Kinder genutzt. Das ist mich ja auch ein sehr beliebter Wald bei Kindern, im Übrigen auch bei mir.
Ich habe ja als Kind schon in Brandenburg gewohnt und wir haben uns dann hier im Görnwald rumgetrieben. Ja, ich sag, wo das ist, weil man kann sich hier frei bewegen. Also wer mal in Brandenburg ist, kann sich das hier gerne mal angucken. Wer sich für sowas interessiert, das ist am Görnsee. Und da hat man halt überall diese Spuren. Hier sind auch noch gesprengte Bunker, die gehen bis zum See runter. Hier sind damals wohl die Russen, glaube ich, auch mit den Panzern ins Wasser reingefahren, um die Probe zu fahren. Ja, also wer sich für sowas interessiert, der kann sich hier gerne mal austoben. Auf jeden Fall empfehlenswert, was das Spazierengehen betrifft. Kann man einmal 7 Kilometer um den ganzen See rumlaufen. Hier auch nochmal. Das wurde scheinbar auch mal anderweitig genutzt. Später dann auch wieder wahrscheinlich von Kindern. Man sieht ja, das sollte man eine Überdachung darstellen. Und das wurde auf jeden Fall später irgendwann gebaut. Ach so, hätte ich mal gleich am Anfang sagen sollen, nochmal rein informativ. Ich habe ja schon am Anfang gesagt, ich bin jetzt spontan unterwegs. Das heißt, ich habe auch nichts an Kamera-Equipment dabei. Ich nehme das jetzt gerade alles mit dem Handy auf. Also es kann sein, dass einige Zähne ein bisschen ruckeln, weil dieses Handy hat irgendwie die Funktion oder die Eigenschaft, wenn ich zwischendurch Fotos und sowas mache, stellt es die Videoeinstellung wieder auf zurück. Das wäre dann 1080 und nur mit 30 Bildern pro Sekunde und das Handy hat die Eigenschaft, dass es dann ein bisschen ruckelt. Ja, habt dafür bitte ein bisschen Verständnis. Dankeschön und weiter geht's. Komm hier lang. Komm hin. So, und wenn wir jetzt dieser Straße ein Stück folgen, dann müsste hier gleich auf der rechten Seite die nächste Anlage kommen. Also man sieht, hier ist auf jeden Fall auch viel Bewegung. Ja. Weiträumiges Gelände. Viele Spaziergänger nutzen das auch als große Gassi-Runde für ihre Hunde. So, hier haben wir jetzt die Stelle, wo die Flachs eingeschossen wurden. Diese wurden damals hier auf diesen Sockeln befestigt. Sieht man sogar noch hier so ein paar Rohre von den Verankerungen. Ja, und dann hat man da vorne bam, 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 bam. So, und wenn sie eingeschossen waren, dann ging es ab an die Front mit die Dinger. Oder für welche Zwecke auch immer. Ja, hier ist wieder doof. Anhand von einem Video kann man die Dimension nicht wirklich vermitteln. Ja, jeder von euch, der vielleicht schon mal auf dem Schießstand unterwegs war, der für Kleinkaliberwaffen gedacht war, der weiß, dass diese Anlagen weitaus kleiner sind als sowas hier. Ja, weil das ist ja hier wirklich schon mächtig großer Klotz. Ich mache das jetzt mal im größten Verhältnis mit Robin. Bleib. So. Könnt ihr euch vielleicht jetzt ungefähr vorstellen, wie groß diese Anlage ist. Also nur diese Schneise, wo die Kugeln reingegangen sind. Oder Granaten. Komm hier. Komm hier. Oh, kommst du heute nicht, kommst du morgen. Komm mal hier. Ja, schaffst du es? Ist schon K.O. von dem Stück oder was? Was jetzt? Fein. So, ich denke mal, jetzt könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie groß das ist. Und wenn man davor steht, es gibt auch so einen richtig schönen Echo. Und natürlich werden hier auch die ein oder anderen Partys scheinbar gefeiert. Und das war letztes Mal zum Beispiel nicht gewesen, wo wir damals hier waren. Man versucht sich hier mit seiner Graffiti-Kunst. Zweiten Bahn.
Hier ist die zweite Schießbahn. Ja, hier muss es mal vor... Licht, geh weg. Hier muss es mal vor einigen Jahren gebrannt haben. Weil ihr seht, dass die Decke war ursprünglich mal mit Holz verkleidet, warum auch immer. Und alles verkohlt. Hier auch schön zu erkennen, alles voll mit Projektilen, allerdings nicht von Flak. Das scheint eher so Maschinengewehrsalven gewesen sein. Die wurden natürlich auch eingeschossen. Es wurde dann wahrscheinlich später dafür genutzt. Ja, und hier ist alles voll. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wo ich in Rathenow auf dem Schießstand war. Das war ja ein normaler Schießstand und da waren überall Veredelungen. Sieht man hier auch noch, wenn man ganz genau auf das Graffiti guckt, hier kyrillische Schrift, wo sich die Soldaten damals verewigt hatten. Ja, wie gesagt, die haben das halt nach dem Krieg genutzt, wie halt viele Anlagen, und werden das hier weiterhin als Schießstand genutzt haben. Ja, und das war eigentlich hier der interessanteste Teil von der ganzen Anlage. Oder zumindest das, was am besten erhalten ist. Ihr habt es gesehen, das ist eine Ruine. Vorne ist fast gar nichts mehr gewesen. Jetzt befinde ich mich hier auch wieder auf einer Anlage, die ist direkt dahinter. Und wenn ihr da hinten das seht, also ich habe es damals schon vermutet, dass diese Pfeiler im Boden, dass da damals Draht drüber gespannt wurde und dass hier die sowjetische Armee Übungen absolviert hat, also krabbeln auf alle Viere, auf dem Bauch robben und dann halt da unten lang. Und einige von euch, die Kriegsfilmfans sind oder Kriegsfilme gerne schauen, die haben das vielleicht auch schon mal gesehen, wenn da so 10 bei sind beim Üben oder bei Spielen, dass dann oben meistens irgendwo Maschinengewehre stehen, und wenn die da unten durchgekrabbelt sind, dann haben die geballert, damit die Leute, die Soldaten mehr angespornt werden. Ja, ich würde euch das ja jetzt gerne demonstrieren, aber ihr habt es ja am Anfang gesehen, ich habe nicht die richtigen Sachen an. Ja, zumindest, wenn man so mal schaut an... Hier, man sieht es hier. Robin, warte. Ja, da seht ihr das. Also, das scheint damals hier rüber gespannt zu sein, bis darüber. Und dann musste man hier unten drunter so durch. Ich muss sagen, dafür, dass ich hier schon mal war und das auch seit meiner Kindheit hier kenne, weil wir hier gespielt haben, finde ich es doch wieder interessant, hier zu sein. Ja, das letzte Mal waren wir als Familie unterwegs, da konnte ich hier nicht wirklich so detailreich schauen. Ich finde halt so eine Anlage interessant. Ja? Hat zwar weniger was mit Lost Places zu tun, aber das ist halt ein Stück Geschichte. Halt militärischer Natur. So, ich werde jetzt mal diesen Schießstand hier bis zum Ende durchgehen. Ich werde mal schauen, ob ich da hinten noch den Bunker finde. Wie gesagt, hier sind auch Bunker gewesen, aber das wurde halt alles wirklich weggesprengt. Daher, das ist das Einzige da hinten, was noch steht. Ja, wenn ich das finde, zeige ich euch das nochmal. Ansonsten werde ich mich dann gleich mit dem Hund wieder zum Auto bewegen und ab nach Hause. Hey, was für ein Irrgarten. Eigentlich müsste hier irgendwo eine Mauer kommen.
unschwer zu erkennen. Hier ist ein Wall, dahinter befindet sich der Görnsee und auf diesem Wall ging damals eine Mauer lang, die diese Anlage hier abschirmte. Ja, und auf der anderen Seite geht es dann mit einmal richtig tief runter. Weiter. Ja, du hast doch schon wieder irgendwas gewittert. Ja, hier gibt es viele, viele Wildschweine. Ah, schaut mal. Hier ist eine alte, scheinbar Crossstrecke für BMX-Räder. Ah, Leute, wir sind immer noch in der Schießanlage, mitten drin. So, hier haben wir auch wieder eine Schießstellung, mehrere gleich hintereinander. Und dann müsste hier auch gleich eigentlich ein Bunker kommen. Ich glaube, an der Mauer sind wir vorbei, da hätten wir in die andere Richtung gehen müssen. Oh, genau, hier müsst ihr euch jetzt vorstellen, das ist hier die kleine Variante von da, wo die Flaks geschossen wurden. Alles voller Trümmer, wurde damals einfach alles weggesprengt und seitdem liegt es hier und sieht aus wie das Erzgebirge, nur in klein. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo wir hier lang laufen. Oh je. Direkt an den Ruinen befindet sich der Rundweg um den Görnsee. Ja, also wir hätten jetzt in die entgegengesetzte Richtung gehen müssen. Da wäre dann diese Mauer, bloß die muss ich euch jetzt nicht zeigen. Ist halt nur ein Stück Mauer. Ja, und hier direkt hinter mir, da sind wohl damals die Panzer reingefahren. Die Russen, und haben dann hier ihre Schwimmübung gemacht. Wir haben das damals mal mit einem Trabi gemacht, im Winter, mit einem Tarban drauf. Das war auch irgendwann 96, 97. Wir sind wieder runter vom See. Der Trabi, der ist immer noch da. Da hat es einmal knack-knack gemacht und dann war der Trabi weg. Naja, ob der heute noch da drin, unten auf dem Grund liegt, keine Ahnung. Hier ist noch ein halbwegs gut erhaltenes Fundament. Aber das scheint jetzt auch nur, ja, das ist nur eine Wand, eine Rückwand. Nun gut, Leute, das war es dann auch schon gewesen. Ja, ich bin jetzt einmal bis zum See. Ich sag, da hinten kommen auch noch mal ein paar Trümmer. Zwei, drei Bunker sind hier noch im Wald verteilt, die auch gesprengt wurden. Da hat man bloß noch die Fundamente. Bloß, bis da wollte ich jetzt nicht hinlaufen. Ich werde jetzt versuchen, hier zwischen den Gräben der Schießstände wieder nach vorne zurückzukommen. Ich habe jetzt keinen Bock, hier eine riesen Runde zu drehen. Ich bin ja schon eine Weile unterwegs. Ja. Ich hoffe, euch euch Geschichts... Besessenen unter euch. Boah, ich brauche einen Kaffee. Hat diese kleine Tour gefallen? Wie gesagt, das ist hier über 80 Jahre alte Geschichte.
Und wer mal in Brandenburg unterwegs ist und sich für sowas halt interessiert, der kann ja hier gerne mal durchschlendern. So, dann würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt hier bei euch. Und ja, wir sehen uns dann spätestens beim nächsten Lost Place, würde ich mal sagen. Gut, Leute. Haut rein, ihr wisst ja. Und ja, bye bye.